Es ist der 25. Oktober 1991, 10 Uhr morgens, auf dem Heimatflughafen von Airbus Industry in Toulouse, Frankreich. Der Airbus-Cheftestpilot Pierre Bou, der Co-Pilot Nick Warner und drei weitere Testcrew-Mitglieder machen sich auf den Weg zum Jungfernflug mit dem neuesten Airbus, der A340. Es ist der erste vierstrahlige Großraum-Langstreckenjet aus europäischer Produktion. Er wurde eigens dafür konzipiert, weiter zu fliegen als jedes andere Flugzeug zuvor. Viele tausend Zuschauer verfolgen an diesem bedeutenden Tag den Flug. Die A340-200 mit der Seriennummer 001 hebte um 11.10 Uhr zu dem 4 Stunden und 47 Minuten dauernden Erstflug ab. 200 Tonnen beträgt das Startgewicht an diesem Tag, allein 21 Tonnen schwer davon die Technik, die für umfangreiche Versuche bei diesem Flug zusätzlich eingebaut wurde. Damit war ein weiteres Stück Luftfahrtgeschichte geschrieben. Waren Testflüge in früheren Zeiten auch bei Passagierflugzeugen ein kleines Abenteuer, so haben sie viel an Unberechenbarkeit und Risiko verloren. Als die A340 zum ersten Mal vom Boden abhob, kannten Airbus-Chefpilot Pierre Bou und sein Team den Neuling schon sehr genau, denn sie waren ihn viele Stunden im Simulator geflogen. Über das zu erwartende Flugverhalten der A340 gaben die umfangreichen Untersuchungen im Windkanal Aufschluss. Die Aerodynamiker verbrachten 3000 Stunden in 10 verschiedenen europäischen Windkanälen und untersuchten dort viele Modelle mit bis zu 6 Meter Spannweite und 2 Tonnen Gewicht. Dank immer weiter verfeinerter mathematischer Verfahren und der Leistungsfähigkeit moderner Großrechner kommt man heute am Boden zu Vorhersagen, deren Genauigkeit vor ein paar Jahren noch fast unerreichbar schienen. Während des Fluges wurden verschiedene Geschwindigkeiten und Flughöhen erprobt, sowie Tests mit ein- und ausgefahrenem Fahrwerk durchgeführt. Alle Tests verliefen wie erwartet und nach erfolgreichem Flug landete die A340 nach fast 5 Stunden vor den Augen der internationalen Presse wieder in Toulouse. Die A340 ist das viermotorige Langstreckenflugzeug der Airbus-Familie. Sie besteht aus drei Grundversionen, der A340-200, der 4,30 Meter längeren A340-300 und der A340-300C, die ab 1996 zur Auslieferung kommt und eine leistungsstärkere Version mit 20 Tonnen höherem Abfluggewicht ist. Bereits im Jahre 1971 begannen bei Airbus Industry Studien für eine weiterentwickelte Version des Airbus A300. Aus dem Prototyp B10 entstand im Juli 1978 die A310, die 1982 zum Erstflug startete und heute auch bei der deutschen Lufthansa im Einsatz ist. 1984 startete Airbus Industry das erfolgreiche Projekt Airbus A320. Zu dieser Zeit lagen Marktanalysen vor, die sowohl zweimotorigen als auch viermotorigen extremen Langstreckenflugzeugen den etwa gleichen Bedarf voraussagten. Als Einzelprojekte versprachen die Flugzeuge jedoch nicht genügend Gewinne. So wurde das gemeinsame Projekt A330, A340 geboren. Die Konzeption eines einheitlichen Rumpfes sowie der einheitlichen Flügel wurde beibehalten, und der offizielle Start des gemeinsamen europäischen Projektes war am 5. Juni 1987. Airbus Industry befindet sich im Besitz von 4 Anteilseignern. Der französischen Aerospatiale und der deutschen Aerospace mit je fast 40%, British Aerospace mit 20%
und Casa in Spanien mit über 4%. Ebenso wie beim A320 wird die Airbus-Familie A330 und A340 aus verschiedenen Komponenten der einzelnen beteiligten Länder gefertigt. Optimale Organisation und moderne Logistik haben dazu geführt, dass die Airbus-Produktion, obwohl ganze Flugzeugbaugruppen quer durch Europa geflogen werden, äußerst ökonomisch ist. Montiert wird seit 1990 in der größten Montagehalle Europas bei Airbus in Toulouse. Sie ermöglicht die gleichzeitige Montage und Ausrüstung der Airbus-Typen A330 und A340. Hier werden die mit dem Spezialflugzeug Super Guppy aus ganz Europa angelieferten Rumpfsektionen zusammengefügt und auch der Anschluss an die Tragfläche vollzogen. Dieser Anschluss der Fläche an den Rumpf ist die arbeitsaufwendigste Phase im Flugzeugbau, sodass man bei Airbus Industry auf eine halbautomatische Montage setzt. Mit Hilfe von 8 Roboterbohrköpfen werden fast 3500 Löcher in den Rumpf gebohrt, um anschließend die Tragfläche mit Bolzen zu befestigen. Diese Art der Montage verbesserte nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern spart Zeit und garantiert eine hohe Qualität. In weiteren Arbeitsschritten werden das Rumpfvorderteil mit dem Heck verbunden, die Leitwerke sowie das Fahrwerk montiert. Bereits im März 1991 verließ die erste A340-200 mit der Seriennummer 001 die Montagehalle in Toulouse. 4 Monate später starteten die Schwingungsversuche und Funktionstests am Boden. So liefen zum Beispiel am Flugzeug Nummer 1 Ermüdungstests, bei denen Vibrationen, Landestöße und Druckwechsel simuliert wurden, die dem 2,5-fachen eines Flugzeuglebens gleichkommen. Besonders sicherheitsrelevante Bauteile müssen in Tests sogar die 5-fache Lebensdauer überstehen. In anderen Versuchen fügten die Ingenieure der Flugzeugstruktur gezielt Schäden zu, untersuchten die Auswirkungen von Vogelschlag und setzten das Flugzeug samt seiner Elektronik starken elektromagnetischen Feldern aus. Auch dabei müssen alle Systeme einwandfrei funktionieren. Schon 3 Wochen später, am 25. Oktober 1991, startete dann die A340 zum Erstflug. Von diesem Zeitpunkt an gingen auch die anderen gefertigten Maschinen in die Flugerprobung. Fast 2000 Stunden Flugtests waren nun nötig, damit die A340 ihre amtliche Linienzulassung durch die europäischen und amerikanischen Luftfahrtbehörden bekam. 6 Maschinen der beiden Varianten 340-200 und 300 nahmen daran teil. Die Flugerprobung bestand aus mehreren Phasen. So wurde das Verhalten in verschiedenen Geschwindigkeiten getestet, das Reagieren beim Ausfall einzelner Systeme, aber auch das Ermitteln von exakten Daten für Schub, Startstrecke und Geschwindigkeiten. Bei einem Flug über den Nordpol hinweg wurde überprüft, ob die Navigationsanlage auch mit der Sondersituation fertig wird, dass es plötzlich in allen Richtungen nach Süden geht. Während des Programms wurden die Maschinen praktisch jeden klimatischen Bedingungen ausgesetzt. So wurden Versuche in extremer Hitze unternommen, aber auch Versuche bei hohen Minustemperaturen in Russland durchgeführt. Dabei musste die A340 ihre absolute Zuverlässigkeit beweisen. Nach erfolgreichen Tests ging es dann wieder in Richtung Toulouse. Kurze Zeit später. Auf einer eigens mit Wasser überfluteten Piste werden Versuche durchgeführt, auf denen der Airbus zeigt, dass selbst Wasser auf einer überfluteten Landebahn seinen Triebwerken nichts ausmachen kann. Auch eine Landung mit maximaler Bremsung muss ein Airbus A340 unbeschadet überstehen.
Die ungeheure Reibung beim Abbremsen des 200 Tonnen schweren Flugzeuges hat die Bremsscheiben rotglühend erhitzt. Und zum Schutz der Reifen wird automatisch die heiße Luft über ein Ventil abgelassen. Neben vielen anderen Tests wurde auch das Sicherheitsequipment für eine schnelle Evakuierung der Passagiere erprobt. Was passiert, wenn bei einer A340 kurz vor dem Abheben ein Triebwerk ausfällt? Nachdem das Flugzeug zuerst in die Richtung des ausgefallenen Triebwerkes ausbricht, steuert der Kapitän mit dem Seitenruder wieder auf die Centerline der Startbahn zurück und hebt anschließend mit einer Ruderkorrektur nach links von der Startbahn ab. Beeindruckende Bilder. Wichtig war für die Testmannschaft auch, bei welcher Minimalgeschwindigkeit die A340 abheben kann. Bei diesem etwas spektakulär aussehenden Test wurde zum Schutz des Flugzeuges unter das hintere Rumpfteil ein Eisenpuffer befestigt. Souverän hebt die A340 auch bei diesem Test sicher vom Boden ab. Die Deutsche Lufthansa war der Erstkunde der A340. Auch dem Engagement und der Flottenpolitik der Lufthansa ist es unter anderem zu verdanken, dass dieser europäische Langstreckenjet entstand. Schon der äußere Eindruck dieses Flugzeuges ist bestechend. Klare, unverwechselbare, ausgewogene Proportionen und eine elegante Linienführung machen es leicht, dieses Flugzeug schlichtweg als schön zu bezeichnen. Design sagt zwar bekannterweise nichts über die Qualität aus, doch ist heutzutage auch eine ansprechende Formgebung wichtiger Teil der Produktqualität. Am 16. November 1992 nahm der neue Airbus A340 bei der Lufthansa seine Streckenerprobung, das sogenannte Route Proving, auf. Das Flugzeug hatte damals zwar schon Lufthansa-Bemalung, aber immer noch das französische Kennzeichen der Airbus Industry. Whisky Whisky Delta Echo. 3 Wochen ging es um die ganze Welt. Der Pilot in Command waren zwar noch die Testpiloten von Airbus, aber die ersten Lufthansa-Piloten, wie Kapitän Dorfmeister und der technische Pilot Kapitän Reimann, flogen auf diesen Strecken schon mit, um Erfahrungen mit der A340 zu sammeln. Das Route Proving der Lufthansa-Maschine umfasste 347 Flüge mit einer Gesamtdauer von 120 Stunden Flugzeit. Für Lufthansa war der simulierte Linienbetrieb natürlich eine hervorragende Gelegenheit, sich mit dem Flugzeug vertraut zu machen und unter Alltagsbedingungen zu überprüfen, ob der Neuling in allen Punkten den Erwartungen entspricht. Zunächst gingen viele Reisen zu innereuropäischen Flughäfen, wie zum Beispiel Mailand, Istanbul oder Paris, um unter anderem die Zuverlässigkeit des Flugzeuges während kurzer Bodenzeiten zu testen. Dann führten die Flüge die Maschine von Europa nach Nordamerika und auch nach Südamerika, wie zum Beispiel nach La Paz in Bolivien. Dieser höchstgelegene Verkehrsflughafen der Welt liegt 14.500 Fuß hoch, etwa 4.500 Meter. Hier musste die Maschine beweisen, dass sie auch mit nur 3 Triebwerken von einem so hochgelegenen Platz problemlos und sicher starten kann. Überall da, wo der Airbus während des Fluges auftauchte, war er ein vielbestaunter Gast. Höhepunkt war am 21. November 1992 der erste Non-Stop-Flug einer A340 von Frankfurt nach Honolulu über eine Entfernung von rund 15.000 Kilometer. Von da ab ging es über Los Angeles, Atlanta und New York zurück nach Frankfurt.
87.000 Kilometer legte die A340 während des dreiwöchigen Route Proving zurück. Ende Februar 1993 fliegt eine A340 für einige Tage zum Flugtraining nach Sharjah an den Persischen Golf. 37 Piloten und Checkkapitäne der Lufthansa mussten bis zum März 1993 die Lizenz für das neue Flugzeug erwerben. Alle kamen vom kleinen Airbus A320 und fanden daher einen Arbeitsplatz vor, der ihnen bestens vertraut war. Sieht man einmal von den grundsätzlichen Unterschieden zwischen einem zweistrahligen Mittelstreckenjet und einem vierstrahligen Langstreckenflugzeug ab, haben beide Flugzeuge fast identische Cockpits. Das Konzept von Airbus ist es auch, dass ein Pilot beide Flugzeugmuster fliegen kann. Am 28. März 1993 war es endlich soweit. Als erste Fluggesellschaft der Welt setzte die deutsche Lufthansa die A340 im Liniendienst ein. Zunächst flog das Flugzeug die Nordatlantikstrecke nach New York, Atlanta und später auch Boston. Heute wird sie auch auf Flügen nach Südamerika und Asien eingesetzt. Freitag, 27. Mai, 11.54 Uhr. Lufthansa LH405 kommt von einem Linienflug aus New York zurück. Die Flugzeit 7 Stunden und 35 Minuten. Der Airbus A340 mit dem Namen Stuttgart setzt 4 Minuten früher als erwartet bei leicht stürmischem Wetter in Frankfurt auf. Langsam rollt das Flugzeug zur Gate-Position B14 des Frankfurter Flughafens. Auf ihrem Heimatflughafen findet eine Lufthansa-Crew natürlich sicher ihre Gate-Position. Für alle Airlines, die Frankfurt nicht jeden Tag anfliegen, gibt es die Vorfeldaufsicht. Mit ihren sogenannten Follow-Me-Fahrzeugen garantieren sie die Betriebssicherheit von Bahnen und Rollwegen auf dem Vorfeld. Sie dirigieren rollende Jets zu ihren Positionen und stellen ebenso sicher, dass diese Parkpositionen frei von Hindernissen sind und der Jet zum Andocken der Fluggastbrücke und aller anderen Servicefahrzeuge zentimetergenau an der richtigen Stelle steht. Die Passagiere sind am Ziel ihrer Reise und auch Cockpit- und Kabinenmannschaft, die vor 2 Tagen von Frankfurt aus in Richtung Nordamerika gestartet waren, beenden jetzt ihren Dienst. Flugzeuge sind dafür konzipiert, sich in der Luft zu bewegen. So sind die Bodenzeiten moderner Jets entsprechend kurz. Im Durchschnitt ist ein Airbus A340 bei der deutschen Lufthansa mit sämtlichen Bodenzeiten und Wartungsintervallen pro Tag durchschnittlich 14 bis 16 Stunden in der Luft. Um ein Flugzeug wie den Airbus A340 abzufertigen und für den nächsten Flug vorzubereiten, sind etwa 30 Mitarbeiter der Lufthansa und des Flughafens Frankfurt sowie bis zu 10 Spezialfahrzeuge im Einsatz. Bei der Flughafen Frankfurt AG arbeiten allein 4.500 der fast 12.000 Mitarbeiter bei der Flugzeugabfertigung. Ein Job rund um die Uhr, denn Flugzeuge fliegen immer 24 Stunden. Bei Tag und Nacht. Nachdem die Passagierbrücke angedockt worden ist, werden auch die hinteren Flugzeugtüren geöffnet. Und während noch die letzten Passagiere das Flugzeug über die Fluggastbrücke verlassen, sind schon die ersten Mitarbeiter des Flughafens und der Lufthansa damit beschäftigt, erste Checks und Kontrollen an dem Airbus durchzuführen. Die Frachtraumklappe ist geöffnet worden und ein Transportband an die Tür gefahren, damit die Koffer schnell zum Gepäckband gelangen. Andere Mitarbeiter überprüfen die Triebwerke und kontrollieren Öl- und Hydraulikstände. Dank moderner Technik und hoher Zuverlässigkeit des Materials haben die Triebwerke recht lange Wartungsintervalle und müssen deswegen nach jedem Flug nur einer genauen Durchsicht unterzogen werden. Ein ganzes Reinigungsteam ist in der Zwischenzeit schon damit beschäftigt, das Flugzeug für die nächsten Passagiere tipptopp vorzubereiten. Jeder, der sich auf einem Langstreckenflug schon einmal gemütlich gemacht hat, kann verstehen, dass hier bei über 250 Passagieren einiges wieder in Ordnung gebracht werden muss.
Und während Kapitän und Co-Pilot im Cockpit noch mit den Abschlussarbeiten des Fluges beschäftigt sind, stehen schon die ersten Spezialfahrzeuge der Catering-Firmen an den vorderen und hinteren Türen, um das Flugzeug auch mit Speisen und Getränken neu zu versorgen. Die entsprechenden Mengen werden nach den vorher gebuchten Passagierzahlen geladen. Auch wird bereits jetzt das Kerosin in die Treibstofftanks des Flugzeugs gepumpt. Der Flughafen Frankfurt verfügt über ein unterirdisches Leitungssystem, das via Pipeline den Kraftstoff direkt zur Flugzeugposition bringt. Hier muss kein Tankfahrzeug vorfahren, sondern lediglich ein Pumpwagen, der aus der Leitung die entsprechende Menge in den Airbus pumpt. 65 Tonnen Kerosin werden an diesem Tag getankt, was ungefähr, je nach Leistung der Pumpe, ca. 20 Minuten dauert. Langsam sind die Arbeiten der einzelnen Mitarbeiter und Arbeitsteams abgeschlossen. Und ca. 60 Minuten vor der eigentlichen Abflugzeit kommt eine neue Lufthansa-Crew an Bord. Nicht länger als eine Stunde und fünf Minuten sind seit der Landung vergangen. Die Maschine ist inzwischen durchgecheckt, gereinigt und fast wieder vollgetankt. In 45 Minuten soll das Flugzeug mit der neuen Flugnummer LH418 Richtung Washington starten. Keine zwei Stunden sind dann von der Ankunft bis zum Weiterflug des Flugzeuges vergangen. Der neue Kapitän nimmt den Außencheck vor und wird dann mit seinem Co-Piloten im Cockpit mit den Flugvorbereitungen beginnen. Die Kabinencrew begrüßt die neuen Passagiere für den Flug nach Washington und am Bugrad wird bereits der Flugzeugschlepper angedockt. Bis zu 900 PS stark und 40 Tonnen schwer können diese Spezialfahrzeuge sein, die bis zu 400 Tonnen schwere Jumbos problemlos ziehen. Langsam schiebt der Schlepper das Flugzeug nun aus der Gate-Position. Dabei werden die Triebwerke gestartet. Der Jet wird so weit mit Hilfe des Schleppers zurückgeschoben, bis er aus eigener Kraft ohne Gefährdung anderer Flugzeuge und der Umgebung über den Taxiway zur Startbahn rollen kann. Der REMP-Agent signalisiert dem Kapitän, dass das Flugzeug abflugbereit ist und langsam rollt die A340 zur Startbahn 25 rechts in Frankfurt. Jetzt um 13.46 Uhr sind seit der Landung exakt eine Stunde und 52 Minuten vergangen. Der Airbus A340 mit der neuen Flugnummer LH418 macht sich wieder auf den Weg in Richtung Nordamerika. Auch für die Südamerika-Route wird der Langstrecken-Airbus bei der Lufthansa eingesetzt. Wir haben eine A340 auf ihrem Flug dorthin begleitet. Ein Freitag im Februar, drei Tage vor Rosenmontag. Flughafen Frankfurt, Lufthansa-Basis. Airbus-Flottenchef Charlie Dorfmeister, der technische Kapitän der A340-Flotte Burkhard Reimann und der Co-Pilot Albert Bayer werden heute mit LH500 von Frankfurt nach Rio de Janeiro fliegen. Für den Flug sind eigentlich ein Kapitän, ein Senior First Officer, der eine zusätzliche Ausbildung hat, um den Kapitän auf Langstrecken im Reiseflug während der Ruhezeiten zu vertreten, und ein erster Offizier vorgesehen. Da dieser Flug jedoch auch zur Abnahme einer Lizenz der Co-Piloten dient, sind zwei Kapitäne mit an Bord. Nachdem sich die Cockpit- und Kabinenmannschaft ca. 1,5 Stunden vor Abflug in die Anwesenheitsliste eingetragen hat, begibt sich die Kabinenmannschaft zum Briefing und die Piloten zu Frankfurt Dispatch, um sich alle nötigen Unterlagen, wie zum Beispiel Wetterbedingungen und Streckenführung, abzuholen. Gewicht stimmt ganz genau. Fangen wir vielleicht hier. 160 Atmosphären.
Für den Flug sind diese Informationen von Herrn Göllner, einem von 30 Flugberatern hier in Frankfurt, bereits zusammengestellt worden. Flottenchef Kapitän Dorfmeister hat für die Lufthansa die neue A340-Flotte mit aufgebaut und war, wie Flugkapitän Burkhard Reimann, einer der ersten Check-Kapitäne auf diesem Muster. Als technischer Kapitän überprüft Burkhard Reimann jeden A340 in Toulouse vor der Übernahme in den Linienbetrieb während eines speziellen Testflugprogramms. Beide fliegen seit fast 30 Jahren bei der Lufthansa. Der Flug heute Nacht weist keinerlei Besonderheiten auf. Sowohl Route wie auch Wetter entsprechen dem Standard. Auch die Cockpitmannschaft begibt sich jetzt in den Briefingraum. Nachdem sich dort Cockpit- und Kabinenmannschaft begrüßt haben und Kapitän Dorfmeister über Strecke, Wetter und einige Besonderheiten des Fluges informiert hat, begeben sich alle gemeinsam in den Crewkeller, um mit einem Bus zum Flugzeug zu gelangen. Die A340 für unseren Flug nach Rio steht an der Gate-Position B26. Es ist noch etwa eine Stunde Zeit bis zum Abflug. Während sich Kapitän Dorfmeister und der Co-Pilot Albert Bayer ins Cockpit begeben, beginnt Flugkapitän Reimann mit dem Außencheck. Hierbei wird das Flugzeug einer optischen Betrachtung unterzogen und auf sichtbare Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten hin überprüft. Reifen und Fahrwerk werden kontrolliert und selbst Kleinigkeiten entgehen nicht der Aufmerksamkeit des Kapitäns. Heute erweist sich eine Flüssigkeit als harmloses Regenwasser. Nichts ist in der Luftfahrt wichtiger, als der kleinsten Kleinigkeit große Bedeutung beizumessen. Und nichts kann gefährlicher sein als Unachtsamkeit durch Routine. Oben in der Kabine sieht mittlerweile alles nach hektischem Treiben aus und doch hat hier jeder seine festgelegten Aufgaben. Das Kabinenpersonal überprüft die Sicherheits- und Serviceeinrichtungen des Flugzeuges. Jede Stewardess, jeder Steward hat im Flugzeug eine ganz bestimmte Position für die Betreuung der Passagiere vom Purser zugeteilt bekommen. Sind ausreichend Decken, Zeitungen und Zeitschriften an Bord? Sind die vorher bestellten Mahlzeiten und Getränke für die Passagiere richtig gepackt und vollzählig? Bis die Passagiere eintreffen, ist hier für jeden noch allerhand zu tun. Die letzten Vorbereitungen für den Start auch im Cockpit. Mittlerweile steigen auch die Passagiere für den Direktflug nach Rio de Janeiro ein. Den Hinflug nach Rio werden Kapitän Dorfmeister und Kapitän Reimann zusammen mit dem ersten Offizier Albert Bayer fliegen. Den Rückflug wird ein anderer Co-Pilot im Team übernehmen. Die Flugzeit in dieser Nacht ist mit 11 Stunden 45 Minuten errechnet worden. Bis zur planmäßigen Abflugzeit sind es noch 12 Minuten. Lufthansa LH500 holt sich vom Tower die sogenannte Pushback- und Startup-Clearance, die Freigaben zum Zurückstoßen und Anlassen der Triebwerke sowie die Streckenfreigabe. 500, schönen Abend, Startup-Flug nach Rio. Turn to Sierra Departure, Code 0663, Avon Frequency 1208. Roger, clear to start, clear to Rio via Kiern to Sierra Departure, squawk 0663, after takeoff, squawk 1 to 0.8. Great call, April 117. Ja, tschüss, Lufthansa 500, 117. Ja, tschüss, eine Reise lernen. Ja, danke. Heute Nacht gibt es von der deutschen Flugsicherung eine Freigabe für die Startbahn West. Für jede Startbahn und jede Flugrichtung gibt es ganz bestimmte Abflugverfahren, die das Flugzeug auf den Airway bringen. Kiern to Sierra heißt die Standardabflugroute in dieser Nacht. Nach der Freigabe schiebt ein Schlepper die Lufthansa A340 zurück auf den Taxiway November des Frankfurter Flughafens.
Die Rampagentin gibt die Freigabe zum Rollen. Unüberlegt bei November Lufthansa. Rechts frei, links ist frei. Freizeichen war da, Freizeichen ist clear. Block 55. Langsam setzt sich die A340 in Bewegung mit einer Geschwindigkeit von etwa 12 bis 15 Knoten. Das sind etwa 25 bis 30 Kilometer pro Stunde. Rollen wir von hier aus die ca. 2000 Meter bis zur Startbahn West. Heute sind wir eine der letzten abfliegenden Maschinen hier in Frankfurt. Lediglich einige Fracht- und Postmaschinen werden im Verlauf der Nacht starten und landen. Nach wenigen Minuten Rollzeit erreichen wir den Anfang der Startbahn West. Lufthansa LH500 hat seine Startfreigabe erhalten. Kapitän Dorfmeister schiebt die Triebwerkshebel der A340 auf volle Leistung und vier aufheulende Triebwerke beschleunigen mit gewaltigem Schub das 240 Tonnen schwere Flugzeug. Die A340 nimmt schnell Fahrt auf. Bei einer Geschwindigkeit von 155 Knoten, das sind etwa 280 Stundenkilometer, zieht Kapitän Dorfmeister am Sidestick und das Flugzeug erhebt sich zunächst mit dem Bugrad, kurz danach auch mit dem Hauptfahrwerk und seinen 10 Rädern vom Boden. Lufthansa LH500 steigt dem Himmel entgegen und wird erst am nächsten Morgen auf dem südamerikanischen Kontinent wieder festen Boden unter dem Fahrwerk haben. Die Abflugkontrolle in Frankfurt bringt uns auf die erste Reiseflughöhe von 33.000 Fuß. Das sind etwa 10.500 Meter. Und mit 2.000 Fuß pro Minute, also ungefähr 600 Meter pro Minute, steigen wir. Etwa 36 Minuten wird es bis zum Erreichen der ersten Reiseflughöhe dauern, in der wir einige Stunden bleiben, bis unsere A340 ein günstigeres Gewicht hat und wir noch höher steigen können. Unsere Reiseroute in dieser Nacht wird uns zunächst nach Paris führen und dann in südöstlicher Richtung über Bordeaux, den Golf von Biscaya, an der Nordwestküste Portugals vorbei und dann weiter über die Upper One, eine der drei parallelen Luftstraßen auf der Südatlantikroute in Richtung Recife. Dort im Nordosten des südamerikanischen Kontinents werden wir nach fünfstündiger Südatlantiküberquerung wieder Land unter uns haben. Von dort aus geht der Weg fast parallel zum Südatlantik von Recife über Salvador nach Rio de Janeiro. Am Zielflughafen soll uns sommerlich heißes Wetter erwarten und der brasilianische Karneval, der in 2 Tagen am Rosenmontag mit vielen Umzügen seinen Höhepunkt erreichen wird. Im hinteren Teil der Kabine haben es sich die Fluggäste mittlerweile gemütlich gemacht. Und seit Erreichen unserer Reiseflughöhe ist die Kabinencrew damit beschäftigt, den Flug für die Passagiere so angenehm wie möglich zu gestalten. Laut den Wettervorhersagen soll der Flug ruhig verlaufen. Zur Reiseroute in dieser Nacht einige Erläuterungen von Kapitän Dorfmeister. Wir sind heute in Frankfurt Startbahn West gestartet, die 1.8, haben Kurs genommen Richtung Luxemburg, sind in eine Flughöhe von 33.000 Fuß gestiegen, das entspricht 10.000 Meter. Dann ging es in dieser Höhe über Paris, von Paris Richtung Nord an der Atlantikküste, haben den Golf von Biscay überflogen in einer sehr ruhigen Flugphase, sind dann über Lissabon, haben wir das Festland verlassen, fliegen seit ca. Stunde 22 über Wasser. Im Augenblick überfliegen wir gerade die Kanarischen Inseln Teneriffa, haben vor einer Viertelstunde die Flughöhe gewechselt. Wir sind leichter geworden, jetzt können wir etwas höher gehen. 35.000 Fuß ist wirtschaftlicher, brauchen weniger Treibstoff dadurch und werden von jetzt ab noch in ca. 8 Stunden und 20 Minuten unser Ziel erreichen. In den nächsten 8,5 Stunden, wie gesagt, jetzt über die Kanarischen Inseln, dann geht es über die Kapverdischen Inseln. Wir werden in 5 Stunden von jetzt dann hier bei Recife den südamerikanischen Kontinent erreichen. Und knapp davor haben wir ein kleines fliegerisches Problemchen. Da ist eine sogenannte Intertropical Front, die steht immer hier in diesem Bereich. Und da werden wir sicher navigieren müssen, um Gewitter herum zu navigieren. Das heißt, wir werden Kursverbesserungen nehmen,
um eben nicht durch Gewitter durchzufliegen. So haben wir das Problem dann umflogen, geht es über Recife direkt nach Rio de Janeiro. Die Flugzeit, wie gesagt, noch 8 Stunden und 15 Minuten. Wenn ein Flug wie heute Nacht im Cockpit mit einer Dreierbesatzung geflogen wird, gilt während des Fluges die Regel, dass zwei arbeiten und einer ruht. Nachdem sich Kapitän Reimann im ersten Drittel des Fluges ausruhen konnte, wechselt er jetzt mit Kapitän Dorfmeister, der sich in das Ruhekompartment zurückzieht. Da es im Cockpit nichts gibt, was die perfekte Ruhe eines Langstreckenfluges stört, wird uns Armin Mönch, der Pörser auf diesem Flug, eine Besonderheit in der Kabine der A340 zeigen. Da bessere Ruhemöglichkeiten für die Besatzung auch gleichzeitig verbesserter Service und Sicherheit für die Passagiere bedeutet, gibt es im Airbus A340 ein recht komfortables Ruhekompartment, in das sich bis zu 6 Flugbegleiter gleichzeitig zurückziehen können. Es befindet sich in der hinteren Rumpfhälfte im Unterdeck. Ohne besondere Vorkommnisse fliegen wir dem südamerikanischen Kontinent entgegen. Nach einer Flugzeit von 8 Stunden und 50 Minuten erreichen wir die Küstenlinie des südamerikanischen Kontinentes, etwa in Höhe Recife. Parallel zur Küste, wie man hier auf dem InSeat-Video sehen kann, geht es nun in Richtung Rio de Janeiro. Die verbleibende Flugzeit noch ca. 1 Stunde und 55 Minuten. Von Osten über dem Südatlantik geht langsam mit einer wunderschönen Rotfärbung die Sonne auf. Eine starke Dunstschicht verdeckt an diesem wunderschönen Morgen zum Teil die Sicht auf die unter uns liegenden Landschaften. Fast 12 Kilometer unter uns befindet sich der brasilianische Urwald. Obwohl greifbar nahe, überfliegen wir diese Landschaft mit fast 1000 Stundenkilometer. Aus dem Cockpit sind schon deutlich die an Rio de Janeiro angrenzenden Berge zu erkennen. Da sich der internationale Flughafen in einem von hohen Bergen umgebenen Kessel befindet, wird nach dem Überfliegen dieser Berge der Anflug auf Rio etwas steiler sein als sonst üblich. Flugkapitän Dorfmeister und der erste Offizier Albert Bayer beginnen mit den Landevorbereitungen. Obwohl der Flugverkehr an diesem frühen Morgen nicht sehr groß ist, werden wir trotzdem von Rio de Janeiro Approach zunächst nach Südwesten in Küstenrichtung geschickt, um dann fast parallel zum berühmten Copacabana-Strand auf den Zuckerhut zuzufliegen. Anschließend soll es links in die Bucht von Rio auf die Startbahn 33 gehen. Durch dichte, schnell ziehende Wolkenfelder, die über dem Flughafen liegen, hat sich die Wettersituation jedoch so verschlechtert, dass wir die geplante Landebahn in 1000 Meter Höhe radarüberwacht überfliegen müssen, um dann mit dem Instrumentenlandesystem auf der Landebahn 1.5 zu landen. 28 Grad Außentemperatur um 6.55 Uhr morgens. Dunstig und mäßiger variabler Wind sind die Wetterbedingungen, die wir jetzt hier antreffen werden. Lufthansa LH500 befindet sich auf dem Gleitpfad der Landebahn 1.5 des internationalen Flughafens in Rio de Janeiro. Wie gesagt, die Höhe, die Bahn hat 3.1, wir rollen dann die... Langsam sinken wir auf dem Gleitpfad der Landebahn entgegen. 200 Fuß sogenannte Entscheidungshöhe, das sind 80 Meter. Wenn bis zu dieser Höhe die Landebahn nicht gesehen wird, muss das Flugzeug durchstarten.
Doch kurz vor Erreichen dieser Höhe taucht die Landebahn in Rio de Janeiro auf und unser Flugzeug setzt nach einem Flug von 11 Stunden und 43 Minuten sicher auf der Landebahn 1.5 in Rio de Janeiro auf. Nach einem kalten, frostigen Februartag in Frankfurt erwartet uns nun subtropische Hitze mit Tageshöchsttemperaturen von bis zu 40 Grad. Cockpit und Kabinenmannschaft werden hier von Bord gehen und nach 48 Stunden Aufenthalt wieder eine A340 von Rio nach Frankfurt fliegen. Auch hier in Rio de Janeiro hat der Airbus A340 nur einen kurzen Bodenaufenthalt, um mit einer neuen Cockpit- und Kabinencrew in wenigen Stunden wieder zurück nach Europa zu fliegen. Frankfurt am Main, einige Wochen später. Ein Airbus A340 der deutschen Lufthansa soll an diesem Tag von Frankfurt aus zu einem Trainingsflug nach Liège in Belgien starten und mit Piloten der Gulf Air Starts und Landungen trainieren. Das Kommando an Bord dieses Sonderfluges werden zwei erfahrene A340-Trainingskapitäne der Lufthansa haben. Rechts Kapitän Joachim Pfleger, links der Cheftrainer A340 der deutschen Lufthansa, Dieter Hensel, sowie der Vertreter des Luftfahrtbundesamtes, Flugkapitän Heinz Obermeier. Doch zunächst geht es wie bei jedem Flug, so auch an diesem Tag in den Briefingraum im Lufthansa-Gebäude in Frankfurt. Flugkapitän Hensel gibt einige Erläuterungen zum geplanten Ablauf des heutigen Tages. Die Attitude should increase about 2 degrees. So attitude is 2 degrees more nose up. That should be enough to do the brake. And now the rate of descent should be stopped and the airplane starts to float. The next thing is we feel the aft wheels rolling. That's all. And now the main gear touchdown is usually very gentle, very soft. The next thing is we have to derotate the whole show. Anschließend fährt die Cockpit-Crew mit den Piloten, die heute einmal ohne Uniform unterwegs sind, mit dem Crewbus zum Flugzeug. Der Airbus mit dem Kennzeichen Bravo Charlie steht auf der Parkposition Victor 129 des Frankfurter Flughafens. Zunächst wird am Boden noch gemeinsam über das neue Flugzeug diskutiert. Die Lufthansa ist hier für die Fluggesellschaft Gulf Air in Bahrain reiner Dienstleister in Sachen Ausbildung.
Gulf Air wird von Airbus in den nächsten Wochen ihren ersten A340 bekommen und im Linienverkehr nach Europa einsetzen. Alle hier mitfliegenden Piloten sind langjährige Kapitäne und Co-Piloten auf den Flugzeugmustern 747, DC-10 oder TriStar 1011. Sie sind die ersten Check-Kapitäne ihrer Airline und wurden in den vergangenen Wochen bei Airbus in Toulouse mit der Technik und den Systemen des Flugzeuges vertraut gemacht und im Simulator geschult. Heute wird es das erste Mal sein, dass diese Piloten einen Airbus A340 in Realität starten und landen sollen. Um 9.17 Uhr startet der Sonderflug mit der Nummer LH9610 und mit nur 17 Passagieren an Bord nach Liège in Belgien. 8 Stunden Flugtraining sind für diesen Tag eingeplant. Circa 40 Starts und Landungen sollen gemacht werden. Sie alle sollen dazu dienen, das Flugzeug in der Landephase sicher zu beherrschen. Mit im Flugzeug sitzt als Vertreter des Luftfahrtbundesamtes Herr Kapitän Obermeier. Das LBA hat zu diesem besonderen Verfahren der Ausbildung seine Zustimmung gegeben. Alle mitfliegenden Piloten werden 2 Touch and Go, also Landen und Durchstarten trainieren, sowie eine Full-Stop-Landung machen. Die Lufthansa-Trainingsphilosophie ist, in einer entspannten Crew-Atmosphäre optimale Leistungen zu erzielen. Entsprechend gut sind auch die Ergebnisse. An 2 verschiedenen Tagen wurden so fast 25 Kapitäne und Co-Piloten auf dem Flugzeugmuster A340 von Lufthansa geschult. Das Flugtraining wurde sowohl in Liège, Belgien, als auch in Bordeaux, Frankreich absolviert. Lassen Sie uns einmal die Piloten bei ihren Starts und Landungen auf diesen beiden Plätzen beobachten. Thank you.
Nach 8 Stunden und 40 Minuten, etwas länger als eine Atlantiküberquerung und über 40 Starts und Landungen, tritt an diesem Tage unsere A340 ihren Rückflug nach Frankfurt an. Die trainierten Kapitäne und Co-Piloten werden in den nächsten Wochen als Flugzeugführer bei Gulf Air mit der A340 um die Welt fliegen. Nicht alle Verfahren können mit einem echten Flugzeug trainiert werden. Die realen Möglichkeiten sind aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. Die Kosten, aber auch die Umweltbelastung dafür viel zu hoch. Da dies aber keine Gründe sind, die Sicherheit zu vernachlässigen, gibt es für das Training der Piloten Simulatoren. Diese Simulatoren stehen dem Verhalten eines echten Flugzeuges in nichts nach. Sie sind identische Duplikate ihrer fliegenden Brüder. Verursachen nur einen kleinen Prozentsatz der Kosten echter Flugzeuge, belasten die Umwelt nicht und lassen trotzdem sämtliche Trainingssituationen wie beim echten Flugzeug zu. Lufthansa-Besatzungen gehen alle 3 Monate in den Simulator. Neben den vom Luftfahrtbundesamt vorgeschriebenen Verfahren und Übungen hat die Lufthansa ein eigenes erweitertes Trainingsprogramm, das bei jedem Simulatortermin geflogen wird. Zunächst trifft sich die Crew, die aus einem Flugkapitän, einem Co-Piloten und einem sogenannten Check-Kapitän besteht, im Briefingraum des Simulatorgebäudes. An diesem Tag werden Flugkapitän Hans Engel und der erste Offizier Tim Harling mit dem Check-Kapitän Bernhard Neuber in den Simulator gehen. Zunächst einmal wird hier im Briefingraum über Neuerungen der letzten Zeit gesprochen oder aber über sicherheitsrelevante Veränderungen im Verfahren. Anschließend geht es für 4 Stunden in den Simulator. Nachdem Kapitän, Co-Pilot und Checkkapitän Platz genommen haben, tippt Kapitän Neuber über einen Touchscreen-Bildschirm entsprechende Fehler in den Flugverlauf ein, die dem Kapitän und Co-Piloten nicht bekannt sind. So können zum Beispiel ein Druckverlust, ein Triebwerks- oder Hydraulikausfall sowie viele andere Fehler in den Simulator eingegeben werden. Wir befinden uns auf einem Simulatorflug von Frankfurt nach Atlanta. Flugnummer LH444. Eine Freigabe für den Start ist eingeholt und die A340 beschleunigt routinemäßig auf der Startbahn 25 rechts in Frankfurt. Kurz vor Erreichen der Abhebegeschwindigkeit wird der Besatzung mit lautem Warnton und schrill tönender Glocke signalisiert, dass Triebwerk Nummer 1 Feuer gefangen hat. Kapitän Engel nimmt sofort die Leistung der Triebwerke zurück, bremst und betätigt die Schubumkehr. Von jetzt an muss ein ganz bestimmtes Verfahren ablaufen, das hier im Simulator immer und immer wieder trainiert wird. Zunächst muss das Flugzeug zum vollständigen Stillstand und das brennende Triebwerk abgeschaltet werden. Dabei wird immer wieder zwischen den beiden Piloten abgecheckt, ob das Emergency-Programm richtig abläuft. Jeder der beiden hat dabei ganz bestimmte, vorher festgelegte Aufgaben.
Nachdem die Treibstoffzufuhr zum Triebwerk abgestellt worden ist, wird nun über die bordeigene Löschanlage Löschmittel in das Triebwerk gespritzt und nach einer Wartezeit von ca. 30 Sekunden sollte das Feuer erloschen sein. In der Zwischenzeit gibt nun der Kapitän das Zeichen zur Evakuierung der Passagiere und über Funk werden vorsorglich Feuerwehr und Rettung zum Flugzeug geordert. Flugkapitän Hans Engel und Co-Pilot Tim Harling haben dieses Training schulbuchmäßig ausgeführt und wir befinden uns bereits beim nächsten Check. Als Fehler hat Kapitän Neuber einen Triebwerksausfall nach dem Abheben des Airbus eingegeben. Wieder ein ganz normaler Start in Frankfurt. Schnell beschleunigt das Flugzeug mit aufheulenden Triebwerken. Bis jetzt für die Piloten noch ohne besondere Vorkommnisse. Kurz nach Erreichen der Abhebegeschwindigkeit wird der Airbus hier im Simulator mit erstaunlich echten Bewegungen von der Startbahn abheben und in nur 10 Meter Höhe über dem Boden fällt, signalisiert durch Warntöne, eines der beiden linken Triebwerke aus. Kapitän Engel muss mit Quer- und Seitenruder gegensteuern, um das Flugzeug in Startbahnrichtung zu halten. Auch hier erfolgt das Vorgehen nach einer ganz bestimmten Verfahrensweise. Zunächst muss das Triebwerk abgestellt werden, damit die mögliche Gefahr einer Entstehung des Brandes gedämmt wird. Da der Ausfall eines Triebwerkes für eine A340 zu keinem unkoordinierten Flugzustand führt, ein Airbus A340 kann auch mit nur 2 Triebwerken landen und durchstarten, wird nun, nach Herstellung einer stabilen Fluglage, der Tower angefunkt, um eine Freigabe für den Rückflug nach Frankfurt zu erhalten. Lassen Sie uns einem letzten, noch recht beeindruckenden Training zusehen. Den Druckverlust in einer Reiseflughöhe von 37.000 Fuß, etwa 12 Kilometern. Die Situation, ein ganz normaler Flug. Plötzlich Druckverlust in der Kabine. Sofort ziehen Kapitän und Co-Pilot die Sauerstoffmasken über und leiten einen steilen Sinkflug auf eine Höhe von 3.000 Metern ein. Aus 12 Kilometern müssen wir schnell sinken, damit das Flugzeug in eine Höhe kommt, in der für Passagiere, Cockpit und Kabinencrew das Atmen ohne Sauerstoffmasken möglich ist. Mit bis zu 9000 Fuß, das sind etwa 3000 Meter pro Minute, und einer leichten Linkskurve, damit wir uns von der vielbeflogenen Luftstraße entfernen, sinken wir dem Boden entgegen. Aus der vorherigen Reiseflughöhe wird dieser Sinkflug etwa 4 bis 5 Minuten dauern, wobei das Flugzeug trotz Leerlauf der Triebwerke und gezogenen Bremsklappen fast Höchstgeschwindigkeit erreicht. Dabei werden von Kapitän und Co-Pilot Checklisten gelesen. Sicher erreicht Simulatorflug LH444 eine Höhe von 3000 Metern. Auf dem Rücksitz hat Checkkapitän Bernhard Neuber die Flüge der Piloten genau beobachtet. Nach jedem Flug sprechen alle drei noch einmal über die Abläufe während der Notfallsituationen und diskutieren die eine oder andere Phase des Verfahrens. Dieses Training, das Lufthansa-Piloten alle 3 Monate absolvieren müssen, ist die bestmögliche Vorbereitung für einen hoffentlich nie auftretenden Ernstfall. Seit seinem Eintritt in den Liniendienst bei Lufthansa im März 1992 hat sich der Airbus A340 als absolut zuverlässiges und sicheres Flugzeug erwiesen. Die Spitzentechnologie mit ihren Hochleistungscomputersystemen liefert mehr und genauere Daten und Informationen als frühere Flugzeuggenerationen und bilden die Grundlage für die Pilotenentscheidung. Denn auch dieses Flugzeug fliegt immer noch der Mensch. Elektronik entlastet die Piloten von Routineaufgaben und hält den Kopf für die wirklich wichtigen Dinge frei. Wie auch immer man über dieses Flugzeug des 21. Jahrhunderts denken mag, eines steht in jedem Fall fest. Mit dem Airbus A340 hat ein neues Kapitel im Langstreckenverkehr begonnen.